Dann hallo, schön, dass so viele da sind zu einer weiteren Vorlesung in der Vorlesungsreihe zum Cyber Valley. Nachdem wir uns letztes Mal aus feministischer Perspektive mit Technologie beschäftigt und uns dort vor allem auf geschlechtsbezogene Herrschaftsinstrumente innerhalb technischer Entwicklung angeschaut haben, ist heute eine kapitalismuskritische Auseinandersetzung mit Technikentwicklung dran. Dabei werden Fragen beleuchtet, wie welcher Logik Technik in unserer patriarchal-kapitalistischen Gesellschaft unterliegt und wie dies aussehen und sich entwickeln könnte in einem herrschaftsfreien Zusammenleben. Unser Referent heute ist Jörg Bergstedt, investigativer Journalist und mitgestaltender Teil der Projektwerkstatt in Saasen. Genau, und im Zuge der Beschäftigung mit dem Cyber Valley sind wir unter anderem auf ihn aufmerksam geworden, da er einen Technikreader, Technik für ein gutes Leben oder den Profit, mitgeschrieben und gelayoutet hat. Dieser behandelt unter anderem Technik und einführende Wissenschaftskritik bis hin zu, wie könnte emanzipatorische Technikentwicklung eigentlich aussehen. Teile davon finden sich dann auch heute im Vortrag. Und der Reader sowie weitere Bücher könnt ihr auch hier an dem Büchertisch bekommen. Genau, ich freue mich sehr auf den Vortrag heute, denn ich halte es für wichtig zu sehen, dass Technikentwicklung und das, was wir hier in Tübingen mit der Entstehung des Cyber Valleys miterleben, logischerweise niemals außerhalb der gesellschaftlichen Verhältnisse, in denen wir leben, entsteht und somit die Kritik nicht mit reiner Technikablehnung gleichzusetzen ist. Denn es geht nicht darum, in einer nicht technologisierten Welt zu leben, sondern genau zu schauen, was passiert und mit welcher Logik und unter welchen Bedingungen. Und ist es das, womit und wie wir leben wollen? Genau. Also der Vortrag wird jetzt so circa 45 Minuten dauern. Während der Zeit wird dann das Ganze auch aufgenommen. Danach dann eine Diskussionsrunde, da wird die Kamera dann ausgeschaltet. Und wir würden so um 20 vor 10 aufhören, damit es noch Zeit gibt, sich den Büchertisch anzuschauen. Und genau, müssen dann auch um 10 am besten pünktlich raus, weil dann direkt abgeschlossen wird. Ja, dann noch zur restlichen Woche. Also Jörg Bergstedt ist noch bis Ende der Woche da und es wird morgen beispielsweise einen Einführungsfilm geben zum Direct Action Workshop, der dann am Wochenende stattfindet. Dazu gibt's auch noch mal Flyer hier vorne. Außerdem gibt's am Freitag von ihm einen Verkehrswende-Workshop um 16 Uhr in der LU 15, im Wohnprojekt in der Südstadt. Und genau, in der Vorlesungsreihe geht es dann nächsten Dienstag weiter mit Thomas Wagner und zum Verhältnis des Kapitalismus digitaler Plattformen zur Singularitätsideologie. Genau, und hiernach, wer noch Lust hat, treffen sich ein paar Leute noch im Unkel zum Weiterdiskutieren und Reden. Dann jetzt an dich. Ja, sage ich auch erstmal Hallo. In dieser Technikreihe will ich mich gar nicht so viel mit Technik als solches auseinandersetzen. Also ich hoffe nicht, dass jetzt hier so viele Leute sind, die sich die allerneuesten Technikschrei aus den Creative Commons Laboren oder so etwas anhören wollen, sondern mein Schwerpunkt ist tatsächlich auf diese Frage der Herrschaft. Was prägt eigentlich Technik und wie würde Technikentwicklung in einem herrschaftsfreien Raum aussehen? Das ist natürlich eine abstrakte Überlegung, weil wir sind sehr weit entfernt auf dieser Erde von herrschaftsfreien Räumen. Ich behandle Technik dabei jetzt einfach mal so idealtypisch, als wäre das etwas Neutrales. Also es gibt natürlich viele Hinweise darauf, dass Techniken mindestens die Lage der Dinge verstärkende Wirkung hat, also dass sich in Technik Herrschaftsverhältnisse abbilden und dann diese Technik natürlich zur Stärkung der Herrschaft wieder benutzt wird. Aber idealtypisch gesehen ist Technik ja erstmal nichts anderes als der Mensch bastelt sich Werkzeuge, also arbeitet mit Natur, um daraus wieder Dinge zu erzeugen, mit denen er besser mit Naturmaterialien arbeiten kann. Also wenn ich das so super idealtypisch sehe, ist der Begriff meines Erachtens neutral. Und es ist so ein bisschen so, als könnte Mensch eigentlich alles Mögliche entwickeln. So in eurem stillen Kämmerlein könntet ihr es auch theoretisch. Es würde nicht sofort ein Bulle vorbeikommen und euch eine rüberziehen, weil noch wissen sie nichts davon. Das ist dann so ein bisschen so, als wenn du morgens aus dem Haus gehst und eigentlich hingehen kannst, wo du willst. Gut, ein paar Einschränkungen fallen ziemlich schnell auf. Da sind irgendwelche Zäune und Mauern und Verbotsschilder. Aber eigentlich kannst du an einem Verbotsschild vorbeigehen. Also das habt ihr bestimmt schon ein paar Mal probiert in eurem Leben. Und regelmäßig funktioniert das. Und so gut wie nie passiert auch irgendetwas.
Aber die meisten Menschen bleiben trotzdem an Verbotsschildern stehen, weil da irgendetwas in ihrem Kopf ist. Und da beginnen die Schwierigkeiten. Ich könnte also morgens aufstehen und irgendwo hingehen, wo ich will. Wenn da nicht der Arbeitsplatz rufen würde und ich zu meinem Arbeitsplatz gehe. Eigentlich müsste ich das nicht. Also es würde nicht irgendein erfundener Gott kommen und einen Blitz und Donner auf mich abschicken, weil ich nicht zu meinem Arbeitsplatz gehe. Oder ich gehe an die Uni zu irgendeiner Vorlesung, die ich eigentlich total beschissen finde, aber irgendwas treibt mich dahin. Eine ganze Menge von Dingen sind es, die in diesem Moment, wo wir eigentlich theoretisch frei sind, uns einengen. Und in den wenigsten Fällen ist es der Polizist, der daneben steht und uns einen reinhaut, wenn wir das nicht tun. In den meisten Fällen sind wir es selbst. Das heißt, wir haben nur einen theoretisch herrschaftsfreien Räumen und so ist es eigentlich in unserem Wohnzimmer auch oder in unserer WG-Stube oder in unserem Bastelkeller oder was auch immer. In dem Moment, wo wir anfangen, Technik zu entwickeln und uns einbilden, wir wären frei darin, was wir tun können, gibt es eine Menge von Dingen, die uns beeinflussen. Wir nehmen dieses ganze Packen von Herrschaftseinflüssen mit uns mit und überlegen eine Menge von Fragen. Ist das verboten, was wir tun? Wie soll ich das finanzieren? Was sagt meine WG? Was sagen meine Eltern? Was sagt meine Freundin oder was ihr gerade mit euch so rumschleppt? Und so entsteht insgesamt ein Korsett, welches, ohne dass überhaupt der Polizeiknüppel gezückt werden muss, die ganze Entwicklung in der Gesellschaft und somit auch die Technikentwicklung in eine Richtung drückt, die, wenn sie von außen wahrgenommen wird, die Gesellschaft in eine Ähnlichkeit zwingt, dass eine Menge Menschen inzwischen der Meinung sind, diese Welt muss von irgendwo gesteuert sein. Irgendwelche bösen Menschen sind die Marionettenspieler des Ganzen, weil das kann doch kein Zufall sein, dass überall, wo Leute zusammensitzen und meinetwegen Technik entwickeln, sie das tun für große Konzerne, für Rüstung, für immer wieder das gleiche Spiel. Und es gründet sich der ein oder andere alternative Betrieb und 10 Jahre später verkauft er nur noch teure Sachen, macht Werbung dafür, konkurriert im Markt seine Mitbewerberinnen nieder. Und es ist immer wieder das gleiche Spiel. Und dabei übersehen wir halt, dass Herrschaft nicht nur in Form von Gesetzen, also von den formalen Ebenen besteht, sondern das gesamte System so durchzieht, dass wir Gefangene sind der verschiedenen Momente, die uns da einnehmen, also neben den formalen Dingen, der permanente Druck in dieser Gesellschaft, irgendwie Wirtschaft zu überleben. Du kommst also keine Ressourcen ran, ohne Geld auszugeben. Gut, du kannst die Sachen klauen, wenn sie öffentlich ausliegen. Dann kommt schon wieder die Problematik mit den Paragraphen. Du kannst vieles einfach so klauen, also ist nicht das materielle Problem. Dann kommen die Copyrights und die Patente. Und wenn das aufliegt, geht's wieder schief. Und du sitzt mit einem Bein im Knast. Aber noch schlimmer, meine ich, wirkt das, was zum Beispiel Foucault da so Diskurse genannt hat, also die Dinge in unseren eigenen Köpfen, die uns sagen, das tut man nicht, das geht nicht, das funktioniert nicht. Und da kommt noch etwas Verschlimmertes hinzu. Herrschaft lässt sich nicht idealtypisch als neutral bezeichnen. Das glauben ja ganz viele. Also ganz viele denken, man müsste nur die richtigen Leute dahin wählen, dann wird's besser. Und rennen, demnächst haben wir wieder so einen Tag, hier in Baden-Württemberg, hier gleich in einer Doppelfunktion, und glauben, dass sie die Dinge verbessern lassen, dadurch, dass du die Leute auswechselst. Und übersehen dabei, dass Herrschaft definitiv nicht neutral ist. Sondern in einem Punkt immer wieder in die gleiche Rille fällt. Nämlich, dass sie die Tendenz hat, sich selbst zu verstärken. In dem Moment, wo ihr privilegierte Mittel in der Hand habt, werdet ihr feststellen, dass es effizient ist, funktional ist, die einzusetzen. Also ein Mensch in Uniform und mit Pfefferspray und Waffe an der Hand, der auf euch trifft und jetzt will, dass ihr diesen Platz verlasst und anfängt zu diskutieren und ihr sagt, nee, ich habe eigentlich die besseren Argumente, ich bleib mal hier, stellt fest, dass es funktional ist, diese Überlegenheit zunächst anzudrohen und dann noch einzusetzen. Und lernt, das ist gut.
Und so ist es in allem Möglichen. Irgendwelche Eltern, die mit ihren Kindern nicht klarkommen, irgendwelche Gefängniswärter, die das der Chef am Arbeitsplatz, Chef, Chefin, irgendwas dazwischen am Arbeitsplatz. Ihr in eurer Clique, wenn ihr da die Alpha-Tierchen seid, werdet immer lernen, dass es nach einigen nervigen Plenumsdiskussionen einfach funktionales mal durchzuziehen. Und dass es praktisch ist, seine Privilegien auszubauen. Die, die merken, dass etwas funktional sinnvoll ist, werden dazu tendieren, das abzusichern, dass sie diese Privilegien behalten. Insofern entwickelt Herrschaft dann, wie ein Naturgesetz, eine Menge unter anderem von Technik, um sich selbst abzusichern. Überwachungstechnik, Einsperrtechnik, Manipulationstechnik, PR-Strategien, alles Mögliche, was entwickelt wird, um Menschen darauf einzunorden, dass alles so bleibt, wie es ist. Das nimmt ja teilweise groteske Züge an, wenn wir uns überlegen, dass die meisten Strafgesetze in diesem Land aus dem Deutschen Kaiserreich stammen, also eine uralt zurückliegende Vergangenheit festzurren und die meisten Änderungen, die Nazis da unternommen haben, da sieht man auch, dass das teilweise ewig gestrige Sachen sind, dass sie sich sehr, sehr lange halten. Aber es ist funktional, dass für die, die diese Stellschrauben der gesellschaftlichen Beeinflussung einsetzen können. Du erlebst es als funktional in dieser Gesellschaft, wenn du Eigentum hast, wenn du viel Eigentum hast, weil das kannst du einsetzen, um deine Privilegien zu sichern oder auszubauen. Das heißt, in dem Moment, wo die Privilegien da sind, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass du sie einsetzt und dass du dich darum kümmerst, dass sie erhalten bleiben oder sich sogar ausbauen. Insofern hat Herrschaft tatsächlich einen Einfluss auf Technik im Sinne, dass die eine erhebliche, bei Existenz von Herrschaft ein erheblicher Teil gesellschaftlicher Produktivkraft in die Absicherung der Herrschaft geht. Nee, also wir könnten als Beispiel die europäischen Außengrenzen, Frontex und Co. nehmen. Nicht? Also wenn man sich überlegt, was dort im Moment für eine gesellschaftliche Produktivkraft reingeht, die möglicherweise reichen würde, um alle sozialen Probleme in Europa zu lösen, wenn diese Produktivkraft, die dort verballert wird, um Menschen zu quälen, ertrinken zu lassen und so weiter, wenn die umgeleitet würde, was das für eine Veränderung gibt. Aber da geht die Produktivkraft rein, weil die momentan in den privilegierten Stellungen sind, aus irgendeinem Grund befunden haben, dass es sinnvoll ist, genau diese Privilegien aufrechtzuerhalten. So. Und das alle, diese problematische Situation, also eingebettet zu sein in eine solche Landschaft von Herrschaft, führt jetzt dazu, dass in diesem Land fast nur bestimmte Formen von Technik entwickelt werden. Nämlich die dem, was momentan als Herrschaftsverhältnis dominant ist, entsprechen. Das will ich mal ein Beispiel machen. Stellt euch vor, ihr würdet euch überlegen, mal irgendetwas zu entwickeln, was für ein besseres Leben sinnvoll ist. Also nicht immer nur das, was irgendeine Firma oder sonst wie was will oder eine Uni mit Drittmitteln oder sowas, das muss immer alles profitabel sein. Heute ist das ja inzwischen schon bei Förderanträgen, dass du mit angeben musst, welche Wertschöpfung hinterher so eine Technik haben könnte, sonst kriegst du gar keine Fördermittel mehr. Das heißt, das gesamte Setting ist darauf aufgebaut, dass das Herrschafts- und Kapitalinteressen irgendetwas bringt. Nehmen wir an, euch gefällt das nicht. Das wäre ja schon mal sehr gut. Und ihr wollt etwas entwickeln, was im Leben hilft. Ich nehme mal, wenn ich mir so angucke, was so für Alltagsprobleme in WGs oder so herrschen, eine Kloputzmaschine. Das ist möglicherweise eine gute Idee. Also die ist auf jeden Fall für die Menschheit hilfreicher als ein neu entwickelter Eurokampfjet. Jetzt kommen eine Menge von Problemen auf euch zu. Ihr könnt denen widerstehen. Da steht keiner mit dem Knüppel. Aber von vornherein spricht vieles dagegen. Da haben wir das Patriarchat. Die Kloputzmaschine gibt es nämlich im Patriarchat schon und heißt Frau und ist dafür zuständig, das Klo zu putzen. Das ist in Teilen des gebildeten Bürgerinnentums ein bisschen außer Mode gekommen
und durch eine etwas modernere Variante ausgetauscht worden. Immer mehr Leute kaufen sich weiterhin überwiegend weibliche, aber nicht nur Menschen aus Osteuropa ein, die jetzt das Klo putzen. Auch das verhindert zunächst einmal, dass eine Kloputzmaschine erfunden wird. Wenn wir ein bisschen weiterkommen gesellschaftlich in Kämpfen und auch das nicht mehr politisch durchsetzbar ist, dass Leute aus ausgebeuteten Teilen der Welt eingekauft werden können, um die Arbeiten zu verrichten, die wir nicht mehr wollen, dann bliebe trotzdem ein Problem. Ihr entwickelt eine Kloputzmaschine und unter den jetzigen kapitalistischen Bedingungen, nehmen wir an, ihr habt eine wirklich geile Idee, ist es für euch funktional, die patentieren zu lassen. Ihr erzeugt damit eine künstliche Verknappung, könnt dadurch einen hohen Preis erzielen, wenn ihr mehrere davon herstellt. Solange Leute in Abhängigkeitsverhältnissen sind, werdet ihr auch ohne Probleme Menschen finden, die die bauen. Da ihr das Patent innehabt, könnt ihr steuern, wie viel die bauen und was damit passiert. Ihr könnt in gewissen Grenzen, durchaus erheblichen Grenzen, bestimmen, wie viel von dem Gewinn die bekommen und wie hoch euer Mehrwertanteil ist. Und dann geht ihr mit der Kloputzmaschine in den Markt und verdient einen Haufen Geld. Nicht? Also natürlich nur, wenn das Patriarchat bis dahin abgeschafft ist, weil sonst sind die bisherigen Kloputzmaschinen billiger. Das würde dazu führen, dass ihr ordentlich Reibach macht, aber dass es insgesamt weniger Kloputzmaschinen gibt und die sich möglicherweise nur die Reichen leisten können und so weiter und so fort. Dann gibt es natürlich irgendwelche Leute, die sich auf dem Cost Computer Kongress zusammensetzen und sich sagen, das geht so nicht weiter. Wir klauen mal die Bauanleitungen und bauen das illegal nach oder setzen sie ins Netz und irgendwo wird es dann illegal nachgebaut. Jetzt kommt der nächste Apparat in Gange und es gibt die Jagd nach den Copyright-Klauern und Kampagnen und so, wenn ihr euch an die Werbeplakate der deutschen Filmindustrie erinnert. Niemand wird dadurch geschädigt, wenn irgendjemand irgendeinen Film irgendwo kopiert, außer irgendein Konto, aber kein Mensch. Aber ein riesiger Staatsaufwand wird auf die gehetzt und die Leute werden in Knäste gesperrt. Okay, also ein ganzer Rattenschwanz kommt in Gang. Ihr habt ein Interesse daran, dass andere Menschen die Kloputzmaschine nicht nachbauen können. Jetzt machen wir mal einen Schnitt und springen eine nicht näher bestimmbare Zahl von Jahren voraus und untersuchen denselben Fall in einer herrschaftsfreien Gesellschaft. Jetzt gibt es keine Staatsmacht mehr, die durchsetzt, dass niemand euer Ding nachbauen kann. Jetzt könnt ihr immer noch so handeln oder zumindest versuchen. Ihr habt also eine tolle Erfindung und denkt euch, nee, das ist für mich jetzt besser, wenn niemand die nachbauen kann. Wie geht das in einer herrschaftsfreien Gesellschaft? Es gibt eigentlich nur einen Weg. Ihr packt sie in einen Karton, in euren Keller und erzählt niemanden davon. Das ist für euch aber nicht besonders vorteilhaft, weil dann hättet ihr sie eigentlich auch gar nicht. Gut, ihr könntet, ja doch, es gäbe doch eine marktwirtschaftliche Variante. Ihr setzt sie nur auf eurem Klo ein, versteckt sie dann und vermarktet eure Wohnung mit dem Label die sauberste Toilette Tübings. Auch nicht wirklich überzeugende Idee. Also in einer herrschaftsfreien Gesellschaft wird es ziemlich schwierig mit meinen Erfindungen so umzugehen, dass ich über Verknappung oder Ähnliches irgendeinen Vorteil erreiche. Und dann tritt ein genau umgekehrter Mechanismus in Kraft, der sehr spannend ist. Ich hätte einen Vorteil davon, wenn ich mein Wissen maximal verbreite. Ich mache also das genaue Gegenteil. Ich baue diese Kloputzmaschine und streue sofort meine Erfindung, dass alle sie nachbauen können. Denn ich weiß, dass wenn jetzt irgendwelche Leute damit arbeiten und herausfinden, dass man die an diesen und jenen Punkten noch verbessern kann,
ich genauso selbstverständlich diese Weiterentwicklung zurückklauen kann, auch mein Klo noch besser geputzt ist. Was heißt, dass unter herrschaftsfreien Gesellschaften Technik nicht mehr so entwickelt werden kann, dass sie über Verknappung in Kapital umwandelbar ist? Es nützt mir einfach schlicht und ergreifend gar nichts mehr, Technik zu entwickeln und zu verknappen. Und dann ist der einzige Vorteil, den ich noch habe, das genaue Gegenteil zu anzustreben, das heißt Kommunikation und Kooperation zu inflationieren, weil ich dann alles zurücklauen kann. Ich habe ein Interesse daran, dass andere Menschen sich mit ihren Sachen entfalten, dass mein Nachbar, Nachbarin oder irgendwas dazwischen oder jenseits dessen gute Musik entwickelt. Weil die GEMA gibt es nicht mehr. Ich kann die auch benutzen. Ich kann die weiterentwickeln. Und wenn andere Leute gutes Saatgut züchten, wir brauchen dann eigentlich gar kein Open Source mehr. Das ist ja jetzt quasi die Nische im Kapitalismus. Sondern ist es alles quasi Open Source in dem Sinne so. Aber das ist völlig logisch. Ich muss das nicht mehr absichern. Also wir brauchen keine Absicherungsstrategien mehr. Wie sie heute ja teilweise ausprobiert werden, was ich ja schon mal gut finde. Weil es gar kein Interesse mehr daran gibt, die Dinge in irgendeiner Weise zu horten. Wissen, was ich horte, davon habe ich nichts. Ich kann angeben, klar, das wird manchmal auch vorkommen. Irgendwelche Leute, die da so eitel sind und sonst was und die es nicht hinkriegen, ich bin jetzt mal ein bisschen lästerlich, nicht hinkriegen, eine gute Frisur sich zu machen und denken, sie können irgendwie so irgendwelchen Leuten imponieren, dass sie tolle Sachen erfinden und immer nur davon erzählen. Ach, nur ich oder so. Kann ja sein, dass es irgendwelche Einzelfälle gibt. Aber im Großen und Ganzen wäre das, was ich als diskursive Herrschaft begreife, also das, was uns heute dazu drängt, Herrschaft nur zu entwickeln, wenn sie profitabel ist oder wenn sie Herrschaft absichert oder ausbaut, wäre dann umgekehrt. Ich entwickle Technik, ich streue die Baupläne, ich streue das Wissen, weil ich weiß, das kommt zurück. Ich kann mir alles andere auch klauen. Und ich entwickle auch keine Technik mehr, die meine Position absichert, weil das sowieso nicht mehr geht. Das heißt, ich entwickle Kameras nicht mehr, um andere Menschen zu überwachen, sondern um bessere Aufnahmen zu machen. Also das, was für dein Leben, für das bessere Leben sinnvoll ist. Also die Kloputzmaschine würde aller Voraussicht nach sofort erfunden werden. Weil die ganzen Technik-Frickler nicht mehr an Panzern und Eurojets und Überwachungskameras oder sowas arbeiten, sondern einem besseren Leben. Eventuell ist die Kloputzmaschine nicht notwendig, weil auch das Wasserklosett steinzeitliche Technik ist. Wir würden aller Voraussicht nach einen Quantensprung an Technikentwicklung bekommen. Also ich bin mir sehr sicher, dass unter herrschaftsfreien Bedingungen bestimmte Technikzweige vollkommen wegfallen werden, aber insgesamt viel mehr Leute angetrieben davon, ich mache mir ein besseres Leben, ich habe jetzt keinen mehr, der mir sagt, ich muss etwas entwickeln für mehr Profit, ihre ganze innovative Kraft einsetzen würden, irgendwelche Sachen zu entwickeln. Wir würden trainiert werden darauf, innovative Sachen zu machen. Wir sitzen hoffentlich in einer herrschaftsfreien Gesellschaft nicht mehr in irgendwelchen Schulen rum, wo, wenn wir ein Diktat oder so etwas kassieren und dann da so irgendwas schreiben müssen und etwas Fantasievolles eigenes schreiben, eine 6 dafür bekommen, um vom Anfang an beigebracht zu bekommen, also nee, du sollst funktionieren. Wenn wir unsere Nachbarinnen oder Nachbarn oder irgendwas dazwischen abschreiben lassen, ist es für alle besser. Wir wissen dann einfach insgesamt mehr. Es macht keinen Sinn mehr. Konkurrenz macht keinen Sinn mehr in einer herrschaftsfreien Gesellschaft, weil ich das sowieso nicht mehr absichern kann. Und das gilt nicht nur im kleinen Bereich. Die Klopfmaschine ist ja jetzt so ein Beispiel für einen kleinen Bereich und ließe sich auf alles Mögliche übertragen, sondern das gilt auch für Großtechnik, für Infrastruktur. Durchaus ja eine sehr spannende Frage. Wie würde das denn in der herrschaftsfreien Gesellschaft sein? Würden wir da alle nur in unseren Baumhäusern rumhängen und uns nicht mehr fortbewegen oder was auch immer? Was ist mit der großen Infrastruktur? Mobilität zum Beispiel. Ist doch eigentlich auch schön, dass wir mal woanders hinkommen können. Und gerade für den Austausch oder digitale Kommunikation, wie würde sich das entwickeln? Nun, ich glaube, das Spannende ist gerade, da in einem herrschaftsfreien Raum, dass es keine Festlegung gibt, wie sich das entwickelt. Ich kann mich also aufs Nichts verlassen. In der heutigen Welt plane ich ein Verkehrssystem
und muss die Regierungsstellen davon überzeugen, dass das gut ist. Oder die machen selber. Also wir bauen eine neue, was wird in Deutschland häufiger gebaut? Nehmen wir mal eine Straße. Ich glaube, das ist nach wie vor ein Autoland, der am meisten gebaute Verkehrsweg. Ob die Leute, die davon betroffen sind, das sinnvoll finden oder nicht, das ist völlig egal. Ich muss es schaffen, die Inhaber der Privilegien davon zu überzeugen. Also ich brauche ein Genehmigungsverfahren und gehe das irgendwie durch. Und dann würde im Zweifelsfall gegen die Leute, die vielleicht etwas gegen meine Straße haben, das halt durchgeprügelt. Zigtausendmal haben wir das erlebt. Wir sind in der Lage, Technologie zu entwickeln, wo so gut wie gar kein Mensch zustimmt. Nehmen wir Atomkraftwerke. Und stelle sich das in einer herrschaftsfreien Gesellschaft vor, welch ein Unterfangen. Dort müsstest du zunächst einmal die Leute gewinnen in irgendwelchen fernen Ländern. Können wir bei euch das Uran abbauen? Also gut, ihr verreckt dann, aber für die gute Sache ist das doch okay, oder? Und dann die Transportwege. Ja, wir fahren jetzt bei euch strahlendes Zeugs vorbei, aber dann werdet ihr halt krank, aber für die Sache, dass wir es warm haben oder Strom haben, ist das doch gut. Und dann müsstest du hier die Atomkraftwerke bauen, du müsstest Zehntausende von Betonmischern gewinnen, die dir das Ding dahin bauen. Und das alles ohne die Möglichkeit, über die Zwänge, die wir heute haben, also Lohnarbeit, abhängig machen. Fast alle Menschen haben gar keine Alternative zur Lohnarbeit. Das ist auch das wieder ein interessanter gesetzlicher Rahmen, dass zum Beispiel Selbstversorgungskonzepte in diesem Land weitgehend verboten sind gesetzlich. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass in einem herrschaftsfreien System solch eine Technik möglich wäre. Denn in einem herrschaftsfreien System ist das möglich, was auf eine ausreichende Akzeptanz stößt und was eine ausreichende Zahl von Unterstützung bekommt. Das klingt kompliziert, aber das ist genau gut. Das würde bei der Frage von Mobilität meines Erachtens dazu führen, dass sich Menschen zusammensetzen und sagen, ich mache jetzt mal was ganz Einfaches, also ich breche es jetzt erstmal runter auf Mobilität, ist natürlich so ein Netz von ganz vielen Dingen, aber nehmen wir mal Tübingen und Reutlingen. Leute sagen, wir wollen weiterhin dazwischen hin und her fahren, wir entwickeln jetzt ein Mobilitätssystem, dass man von Reutlingen nach Tübingen und wieder zurückkommt. Jetzt haben wir keine Polizei, keine Gesetze, keine Knäste, wo man Leute einsperren kann. Das bedeutet, dass wer eine solche Idee hat und das umsetzen will, sucht sich Leute zusammen, die das auch sinnvoll finden und muss jetzt die Akzeptanz derer, die unter Umständen dagegen sind, gewinnen. Das ist gut. Weil dann die Projekte anstoßen wollen, selber schon darüber nachdenken, dass sie eine Technik entwickeln, die Menschen und aller Voraussicht nach auch umweltfreundlich ist. Denn die wenigsten Menschen lassen sich einfach mal so ihre direkte Umwelt zerstören. Mensch würde also eher darüber nachdenken, ein Verkehrssystem zu entwickeln, was nicht so viel Landschaft zerstört, was nicht allen Leuten den Schlaf raubt, was nicht dazu führt, dass die Menschen, Tiere, falls sie die in einer herrschaftsfreien Gesellschaft noch halten, was ja Mensch mit viel Fug und Recht anzweifeln kann, aber mindestens Kinder oder so etwas rausgehen lassen kann. Nicht? Also so eine Stadt wie hier ist ja so, dass du in vielen Bereichen die Leute in den Wohnungen einsperren musst, weil sie draußen zu Bettvorlegern verarbeitet werden würden. Um diesen Widerstand umzugehen oder dass der gar nicht aufkommt, wirst du selber überlegen, wenn dir diese Machtmittel fehlen, ich möchte eine Technik entwickeln, die von diesen Menschen akzeptiert wird. Ich kann nicht wissen, wie die aussehen würde. Weil ich glaube, dass wir unter herrschaftsfreien Gesichtspunkten eine ganz andere Art von Technikentwicklung hätten. Also wird in eine ganz andere Richtung geforscht. Es werden enorme Kapazitäten frei, die heute für Rüstung, für profitorientierte Technik oder so etwas arbeiten, um für Menschen- und umweltgerechte Technik etwas zu machen, was uns hilft. Der Ansporn, das Motiv ist, wir wollen von Reutlingen nach Tübingen und zurück. Also etwas, was für das Leben sinnvoll ist. Und wir setzen dann unser Hirn ein, irgendetwas zu machen. Vielleicht sind es, wenn wir die heutige Mobilitätstechnik einsetzen, würde ich behaupten, Deutschland würde nach sehr kurzer Zeit sein Verkehrssystem, also wenn ich davon ausgehe, dass nichts anderes erfunden wird, das ist sehr unwahrscheinlich. Wenn nur die heutigen verfügbaren Techniken da sind, würde ich sagen, Deutschland würde sehr schnell auf Seilbahnen umgestellt. Völlig eindeutig, das leistungsfähigste, Fahrrad-Fußgängerinnen-kompatibelste Verkehrssystem,
Dass das nicht passiert, das ist im Übrigen so, dass es im globalen Süden etliche Städte gibt, die vollständig so erschlossen sind. In Deutschland ist das etwas sehr Exotisches und alle lachen so darüber oder sowas, weil das gar nicht zählt. Weil die Menschen-Umweltgerechtigkeit gar kein Argument ist. So. Tatsächlich schätze ich aber, dass relativ schnell andere Sachen erfunden werden würden. Das wäre genauso in der Energieversorgung, bei allen diesen Dingen. Orte, die meinetwegen dann eine dezentrale, nehmen wir die Energieversorgung. Die Techniken, die dort entwickelt würden unter Herrschaftsfreiheit. Was wäre der Unterschied zu heute? Heute können wir entscheiden, meinetwegen in der Kommune oder was auch immer die politischen Einheiten heutzutage sind, wie wir in einer Stadt die Energieversorgung organisieren und können dabei auf die komplette imperiale Macht von Deutschland zugreifen. In Deutschland werden zum Beispiel eine Menge von Steinkohlekraftwerken betrieben, ohne dass in Deutschland noch Steinkohle abgebaut wird, weil Deutschland eine ultraimperiale Macht ist, die in Kolumbien locker die Bevölkerung wegschießen kann, um dort riesige Abbaubereiche für Steinkohle zu machen und das nach Deutschland zu schiffen. Deutschland kann sich leisten, riesige Biomasseflächen anzubauen, sodass vor einigen Jahren Deutschland sehr deutlich unter den Selbstversorgungsgrad an Nahrungsmitteln gefallen ist, weil die imperiale Macht von Deutschland das Hungerproblem in die Ukraine verschieben kann und sich von dort den Weizen holt. Oder Afrika, der größte Ausbreitungsbereich von Europa. Das geht alles. Wenn das nicht mehr ginge, also wir an einem herrschaftsfreien System denken, wäre das anders. Es wäre immer noch möglich, es gäbe ja keine Verbote, dass du sagst, wir wollen aber Tübingen, entweder überzeugt ihr alle Leute dort, das ist sehr unwahrscheinlich, aber vielleicht schafft ihr es in eurem Kiez, wir wollen ein Steinkohlekraftwerk betreiben. Das wäre eine sehr putzige Idee, weil andere Energieformen wie Sonne, Wind, die ganzen Küchenabfälle, die menschlichen Fäkalien, das wäre alles da und es wäre naheliegend, das erstmal alles zu verwerten, weil das sehr viel einfacher ist. Aber wie gesagt, Herrschaftsfreiheit ist ja, glaube ich, eine herrschaftsfreie Welt wäre eine viel buntere, eine Welt, in der viele Welten Platz haben. Da wird es die absurdesten Sachen geben. Irgendwelche Leute, die gibt es ja heute schon, die gibt es dann auch, die Deutsches Reich spielen in lustigen Kostümen oder sonst was und so. Das ist alles auch nicht gefährlich. So, und vielleicht gibt es dann also irgendwelche, die wollen ein Steinkohlekraftwerk bauen. Nun gibt es aber keine Herrschaftsverhältnisse mehr. Jetzt können die sich halt überlegen, wie sie an die Steinkohle reinkommen. Vielleicht kommen die sogar auf die Idee, wir wollen die kolumbianische Steinkohle weiterhaben. Also wir irgendwie, aus irgendeinem Grunde findet man das cool, weil die brennt irgendwie besser. Ist ja auch egal. So, dann, du hast aber keine Herrschaftsmomente mehr. Jetzt fährst du also, mit welchem Mittel auch immer, ich blende jetzt mal, wie aufwendig das ist, also es muss dann noch ein Verkehrsmittel geben, du fährst also nach Kolumbien oder du hast meinetwegen, wir haben alles schön ein digitales System aufgebaut und du machst das per Internet oder was auch immer. Auf jeden Fall verhandelst du jetzt mit Menschen aus Kolumbien, hallo, wir hätten gern eure Steinkohle. Und die sagen dann, das ist jetzt ein Witz, oder? Dann sagen die, nein, wirklich, es gibt irgendwelche Gründe, bla bla bla, und wir möchten gerne mit Steinkohle feuern. Na gut, sagen die Leute, vielleicht dann, wenn es uns nicht schadet, ist uns auch egal. Und jetzt fängst du an nachzudenken, wahrscheinlich fängst du schon vor an nachzudenken, und das ist das Spannende an der herrschaftsfreien Situation. Weil du keine Machtmittel hast, denkst du selber darüber nach, deine Technik so zu entwickeln, dass sie maximal menschen- und umweltfreundlich ist. Weil du leider kein Mittel hast, die Menschen zu zwingen, die Folgen hinzunehmen, die du produzierst. Du kannst es nur schaffen, wenn du die Menschen dafür gewinnst. Und das geht aller Voraussicht nach nur, wenn die auch was davon haben oder wenn mindestens der Schaden minimal ist für die. Wenn dir das gelingt, mach dein Steinkohlekraftwerk. Es wird nicht viele geben. Und das ist gut so. Es wird viel, viel sinnvoller sein, dezentrale Sachen zu machen, aber es wird nicht dazu kommen, glaube ich, natürlich Einzelne auch, dass die Orte alle autark sein wollen. Wir wollen mit den Nachbarorten nichts mehr zu tun haben. Und Zäune bauen ist wieder sehr aufwendig, ne? Also, du überlegst ja jedes Mal, heute für so eine, ja, nimmst Steuern ein und machst dann so einen scheiß Frontex. Aber der Aufwand, sich abzuriegeln gegen andere, ist in einer herrschaftsfreien Gesellschaft ziemlich hoch, weil du musst das alles selber machen. Es ist für dich auch nicht vorteilhaft. Jetzt hast du meinetwegen dein kleines Biomassekraftwerk da aus Küchenabfällen und Fäkalien und so weiter und so fort und hast deine Windanlage und deine Solaranlage und was auch immer dann entstanden ist in einer herrschaftsfreien Gesellschaft, sind ja vielleicht ganz andere Techniken.
Und jetzt besteht halt die Gefahr, dass die Anlage ausfällt. Wenn du auf Autarkie und Unabhängigkeit gehst, musst du eine Ersatzanlage bauen. Mindestens eine. Es könnten nochmal beide ausfallen, aber vielleicht sagst du, das ist zu unwahrscheinlich. Also wir bauen eine weitere. Welch eine Verschwendung von Ressourcen. Also viel einfacher wird das Kabel in den Nachbarort sein und die Vereinbarung, wenn das Ding mal bei uns kaputt geht, versorgt ihr uns mit und umgekehrt auch. Und das machst du vielleicht im Dreieck und hast eine sichere Energieversorgung. Es ist funktional zu kooperieren. Der Mensch ist auf dieser Erde, das ist einfach seit 50 Jahren Stand der Evolutionsbiologie, ist auf dieser Erde so ein dominantes Wesen geworden, das bekommt der Erde ja nicht gut, aber ist das geworden, weil der Mensch kommunizieren und kooperieren kann. Der ist sonst nicht besonders gut ausgestattet. Aber er kann kooperieren und kommunizieren. Und wir sind schön blöd, dass wir uns durch den Aufbau von Herrschaftssystemen und die Ausbreitung kapitalistischer Prinzipien von dieser Idee, ein kommunikatives und kooperatives Wesen zu sein, entfernt haben und es heute funktional ist, möglichst schnell den Konkurrenten niederzumähen, um sich die maximalen eigenen Vorteile zu sichern. Diese Art von Beispielen könnte ich jetzt eine ganze Menge bringen. Also wir haben auch über viele solche Beispiele schon geredet, also jetzt neben Mobilität, Energieversorgung. Du kannst das auch noch weiter natürlich in Details oder so etwas treiben. Das ist aber jetzt gar nicht meine Idee gewesen, jetzt tausende von Beispielen zu bringen, weil mir geht es eher darum, um dieses Prinzip. Bei näherer Betrachtung, das ist aber vielleicht auch schon klar, wird deutlich, dass es innerhalb eines herrschaftsfreien Systems das Privateigentum so nicht mehr geben kann. Also es gibt ja keine Absicherungsinstanz, es macht keinen Sinn mehr. Und in dem Moment, wo es das Eigentum nicht mehr gibt, macht es keinen Sinn mehr. Also jedenfalls ist es nicht mehr funktional. Die gesellschaftlichen Verhältnisse drängen dich nicht mehr in die Richtung, wie es jetzt ist, im Kapitalismus und in Herrschaftssysteme, dich egoistisch zu verhalten. Also egoistisch im Sinne von, Egoismus ist eigentlich gar nicht schlecht. Also die meisten Leute verhalten sich ja nicht mal egoistisch. Nehmen einen Arbeitsplatz, der ruiniert sie und die machen das, ne? Also dich in einer Weise egoistisch verhalten, dass du andere niederkonkurrierst. Das ist jetzt funktional. In einer anderen Gesellschaft wäre das gar nicht mehr funktional, weil du kannst nichts mehr absichern. Das heißt, wenn du bestimmte Ressourcen hast, irgendetwas, also eine bestimmte Menge von Nahrungsmitteln, einen bestimmten Pool von Technik, ein Angebot an Energie oder was auch immer, kannst du unter heutigen Bedingungen, wenn es zu wenig für alle ist, was ja auf der Welt fast gar nicht vorkommt. Also die Verhältnisse sind ja so, wenn wir uns die Nahrungsmittelproduktion angucken, so wird ja nach wie vor viel mehr an Nahrungsmitteln produziert, als für alle Menschen reichen würde. Es ist aber natürlich einfach funktional, das zu verknappen, damit die Preise hoch sind und wenn Leute in Abhängigkeit getrieben werden, das ist einfach sinnvoll, um die Menschen als Arbeitskraft einsetzen zu können. Wenn der Hunger auf der Welt wäre, wenn du einfach eine Landreform machst und alle kriegen Land, ist der Hunger sofort weg. Da hat aber gar im Kapitalismus keiner Interesse dran. Wenn du halt keine Möglichkeit mehr hast, innerhalb einer bestimmten Menge von Ressourcen, Nahrungsmitteln, Energieangebot oder was auch immer, einem Pool an technischen Geräten, für dich genug zu haben, indem du etwas für dich sicherst, also meinetwegen, es gibt eine bestimmte Menge und es reicht nicht für alle und du hast jetzt privilegierte Mittel, also bist an der Regierung, bist im Besitz und die Regierung steht hinter dir, hast eine Waffe oder was auch immer, dann kannst du eine für dich ausreichende Menge sichern auf Kosten der anderen. Wenn du das nicht mehr kannst, hast du meines Erachtens nur eine einzige Chance, um abzusichern, dass du immer genug hast. Du musst, und es geht am besten mit den anderen zusammen, dafür sorgen, dass alle genug haben. Das lässt sich in einer herrschaftsfreien Gesellschaft nicht erzwingen. Meines Erachtens ist das aber auch nicht entscheidend, sondern es gibt eine Kultur, in der klar ist, dass das für dich funktional ist, mit anderen zu kooperieren und zu kommunizieren. Und das heißt, wenn das die
dominante Kultur ist, werden das genauso überwältigende Mehrheiten machen, wie heute alle konkurrieren und sich gegenseitig niedermachen. Und wenn sie noch so heilig versprechen, ich bin alternativ und dies und jenes, guckt euch diese alternativen Projekte, irgendwelche selbstverwalteten Betriebe in Deutschland an. Nach 5 Jahren, nach 10 Jahren sind das alles reine Gewerbehöfe, die nur auf dem Markt noch konkurrieren und sich anbieten oder sonst was. Da ist ein enormer Druck. Aber in einer anderen Kultur wird das genauso sein, nämlich, dass ungemein naheliegend ist, mit anderen zu kooperieren, weil das funktional ist. Und deshalb glaube ich, wird es dort genauso die überwältigende Mehrheit machen. Und das wird reichen. Es gibt überhaupt gar keinen Hinweis darauf, dass wir in einer, dass die Erde ein armseliger Planet ist, bei dem alle sich bis an die Grenzen auspowern müssen, damit wir hier überleben. Ganz und gar nicht. Ganz im Gegenteil. Die Menschheit unter den jetzigen Bedingungen leistet sich eine Verschwendung von Produktivkraft. Also was wird alles für einen Unsinn gemacht und was ist auch in der Geschichte für eine Produktivkraft verschwendet worden? Wenn man durch die Städte geht und sich die Schlösser, Kirchen und sonst was anguckt und daneben die kleinen Hütten, wo die Leute im Elend gelebt haben, dann lag das ja nicht daran, dass die Ressourcen nicht da waren, sondern dass sie für bestimmte Zwecke benutzt wurden, die mit Menschlichkeit und Umweltgerechtheit nichts zu tun hatten. Und in einer anderen Welt werden diese Ressourcen meines Erachtens locker reichen, zumal ja noch die Dinge hinzukommen, die wir erst erfinden, wenn wir die Zeit haben, nicht mehr für Profit- und Herrschaftsinteressen neue Technik zu entwickeln, sondern für ein besseres Leben. Ja, mehr ist gar nicht. Und darüber können wir jetzt gerne ordentlich streiten, diskutieren und so weiter.